Das ist die Regionalliga Nord auf Sport Total. Adrian Höhns gibt die Partie frei. Der VfB von rechts nach links in den grün-weißen Jerseys. Jeddelo in blau und schwarz. Viel Spaß. Im übrigen Jahr 2006, 2007 hier mal ein halbes Jahr gespielt. Hat in der Lohmühle Trainer damals Bernd Hollerbach. Münz. Und gefährlich, Connor Gnärlich, der da komplett durchgelaufen war. Und wieder stehen sie beide da, Thiel und Gezüserin. Gezüserin macht's und die erste Chance, Yannick Löden, 10. Minute. Rache in Richtung des Duschaffer-Gruppe. Jetzt aber Gezüserin, scharf aufs Tor, aufs Außennetz, 15. Minute. Gezüserin schafft Angebote, klasse, erster Kontakt von Hauptmann, der durchbricht, Hauptmann, Nachschuss, Könne und wieder ist Bohe da, Doppelchance VfB mit diesem langen Ball. Letzte Möglichkeit im ersten Durchgang, vermutlich. Hauptmann, schöner Ball von Roland. Hauptmann auf Kölle, legt ihn sich auf seinen linken. Schöner Abschluss, Robin Kölle. Gute Boxbesetzung. Gäste, defensiv, gut von Gezüserin, klaut sich den Ball, Block von Gruppe und das ist Drinkhut. Und das ist die beste Chance, 54. Wie viele, viele bei den Gästen schon sehr lange dabei. Gezüserin und Tor, VfB, Felix Drinkhut. 13. Saisontor, weil er einmal mehr goldrichtig steht. Und wieder nach einer Ecke Löden. Bohe kann den noch abwehren und dann im Rebound. Und jetzt ist Schluss hier. Der VfB gewinnt sein vorerst letztes Regionalliga-Heimspiel mit 1:0. Kategorie Arbeitssieg durch den Treffer von Felix Drinkhut und hält sich weiter alle Chancen im Meisterschaftsrennen offen. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.